Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Stronghold, die Vergessenen, Mission 25. Und ich glaube, die wird echt nicht so leicht. Ich kämpfe hier gerade noch gegen einen Nieser an, irgendwie seit 5 Minuten oder so. Ich hoffe es... Doch, ich glaube es geht jetzt. Es geht jetzt, okay. Und jetzt kämpfen wir nicht mehr gegen den Nieser an, sondern gegen die Ratte, die Schlange, das Schwein und den Wolf. Pause. Ja, das wird nett. Ich glaube, das wird ziemlich schwierig. Aber wir müssen mal gucken, wie das Ganze aussieht. Hier ist die Ratte, ne? Hier ist der Wolf. Nee. Genau. Schwein, Wolf. Und hier über mir war Ratte, Schlange. Ah, dass auf dieser Seite Schwein und dem Wolf ist, ist natürlich erstmal nicht so cool. Dass über uns die Ratte ist, ist schon besser, denn die können wir recht schnell ausrotten. Ja, doch, die Schlange ist auch ausreichend weit entfernt. Okay. Okay, machen wir es erstmal so. Fortsetzen. Wir errichten hier ein paar Holzfällerhütten hin. Wir benötigen Holz. Ja, passt schon so. Ja, genau. Dann als nächstes 2 Pfeilmachereien. Standard, ne? Standard. So, dann schon mal gleich 2 Hütten. Irgendwo hin. Von mir aus hier hinten hin. So, dann einen Marktplatz zur Sicherheit, dass wir jetzt auch ja nicht zu viel ausgeben. An Holz und dann plötzlich nichts mehr haben und warten müssen auf die Holzfäller. So, hier entlang einfach mal ein paar Obst-Dingsens. So, und dann hole ich mir noch ein bisschen Holz dazu. Dann können wir hier noch eine Käserei hoffentlich. Na, komm, hier irgendwo ging's doch. Da, wunderbar. So, und dann hier von Anfang an gleich noch eine Gerberei hin. Wunderbar. Dann als nächstes machen wir mal gleich Steuern. Dann, den Kornspeicher hier hin. Die Waffenkammer hier hin. Dann brauchen wir wiederum Holz. Noch ein bisschen. Ich gehe mal auch gleich auf Religion. Mit hier 2 Kirchen, um einfach die Beliebtheit schon mal ein bisschen hoch zu pushen. Eure Befehle? So, ihr rauf hier. Jetzt haben wir erstmal Holz, wir haben Nahrung. Diese Nahrung gilt es auch sofort zu beschützen. Das heißt, mit irgendwelchen Türmen. Ja, am liebsten würde ich hier schon gerne so einen Rundturm hinbauen. Hier irgendwie. Am besten einen Abstand davon. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt die schlauste Idee war. Aber wir müssen uns erstmal irgendwie gegen den Wolf und das Schwein zur Wehr setzen. Von daher finde ich das erstmal wichtig. So, hier eine Treppe hoch. Okay, wunderbar. Vielleicht machen wir es auch so. Ich meine, wir haben schon jede Menge Gold ausgegeben. Ah, wir haben auch gerade keine Steine mehr, sehe ich. Oh, oh, oh. Unser Gold, ne? Unser Gold. Oh, oh, oh. Bin zur Stelle. So, ein paar von euch machen. Es werden Rekruten benötigt sein. Bin zur Stelle. Hoch mit euch. Rücken aus. So, wo kriegen wir Steine her? Ach, nur von hier, ne? Scheiße, stimmt. Das ist doof. Ja. Bogenschützen wir bringen mal den Großteil hier rauf. Und versuchen von Anfang an mal das Gebiet hier so ein bisschen unter unsere Kontrolle zu bringen. Bauen auch hier mal 2 von euch. Wo seid ihr? Da. So, sehr gut. Ihr positioniert euch einfach mal hier hin. Und einen nehme ich mir. Und mit dem zünde ich schon mal hier was an. Von Anfang an. Versuchen wir es gleich auf diese Schiene, auf diese Tour. Beliebtheit. Das Volk hat eine hohe Meinung minus 1 wegen den Steuern, ja, aber... Verdammt, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so richtig, wie wir an Kohle kommen. Habe ich noch nicht so den Plan, die Idee. Wo läufst du lang? Hier lang, das ist gut eigentlich. Wir brauchen irgendeine finanzielle Bombe. Wenn ihr versteht, was ich meine. Hm.
Ja, ich weiß selbst nicht, ob ich es verstehe. Aber egal. Wir brauchen irgendwas, was uns hochpusht an Gold. Mein Bogen ist euer. So, rauf hier mit euch. Erstmal. Wo kriegen wir Gold her? Wie kriegen wir Gold her? Schwierig. Waffenfabrik. Aber wir haben auch nicht so viel Holz zur Verfügung. Das Einzige, worauf wir aufbauen könnten, wäre hier diese Nahrung. Scheiße. Weg mit dir. Komm mal hier unten hin oder so. Hier unten hin. Bevor du da verbrennst, jämmerlich. Das Feuer wird schon auf das da überspringen. Das wird kein Problem sein. Hier hin. Bist du vielleicht einigermaßen sicher. Und wenn jetzt hier irgendwer kommt zum Löschen, dann können wir die vielleicht auch gleich aufhalten. Wie sieht's mit der Beliebtheit aus? Plus 1. Wo werden wir überfallen? Oh Mist, die haben ihn erschossen. Diese Ollen. Was, jetzt schon? Oh shit. Oh shit. Nicht auf den Kornspeicher. Scheiße, wenn die jetzt auf den Kornspeicher gehen, ne, das ist unser Ende. Das ist unser Ende. Bin zur Stelle. Fortsetzen. So, komm. Mein Herr? Anhalten, sofort schießen. Anhalten. Schießt. Sie gehen tatsächlich auf den Kornspeicher, oder? Die werden das niemals aufhalten können. Rauf hier mit dir. Fortsetzen. Verdammt, was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Wie kriegen wir die aufgehalten am besten? Worauf schießen die? Auf Bogenschützen. Oh, scheiße. Oh Gott. Jetzt wird's das erste Mal richtig, richtig brenzlig. Wir haben auch nicht viel Gold zur Verfügung. Okay, komm. Wenn die es nicht schaffen sollten, geht gefährlichst da gemeinsam rauf. Dann kann ich immer noch auf Pause drücken und dann verkaufen wir all die Nahrung. Oh nein, sie gehen auf den Turm. Pause. Fortsetzen. Können wir das hier noch... Okay, wir haben den Turm zumindest retten können. Rückzug. Hier rauf. Und du komm gefährlichst zurück. Komm zurück. Fuck, den Turm zu zerstören, das wollte ich eigentlich gar nicht. Schön, dass es klappt, ja, aber... Ah, Mist. Jetzt habe ich echt viel Steine und Gold verschwendet dadurch, ne? Versucht irgendwie, den Kornspeicher zu retten, okay? Irgendwie. Komm schon, das kriegt ihr hin. Ich vertraue auf euch. Bogenschützen. Wunderbar. Den haben wir gerettet bekommen. Fortsetzen. Scheiße, das wird hier echt richtig, richtig eng, glaube ich. Wo haben wir ihn denn, den Bogenschützen, den neuen? Hier rauf mit euch. Fuck. Wir müssen erstmal unseren Bergfried komplett machen. Da kommt erstmal nichts drum rum. Das war vielleicht der Anfangsfehler schon mal. So, hier kommen so. Und so. Jetzt geht ein großer Teil von euch hier rauf. Okay. So, jetzt haben wir wieder nicht genug Steine. Einer von euch kann mal Armbrüste machen. Na komm. Eine Nachricht. Ach, habt ihr Angst? Die Streitmacht von dem Püß wird euch hinwegfegen wie eine Fliege vom Brot. Im Moment finde ich das gar nicht so. Will ich das gar nicht so anzweifeln, dass du dazu in der Lage bist. Hier komm. Hier das Tor hin. Bin zur Stelle. So, komm. Auf mit euch. Ist euer. Solange wir den Kornspeicher schützen können, ist alles in Ordnung. Irgendwie, auf irgendeine Art und Weise. Oh nein! Armbrustschützen sind auch schon unterwegs. Fuck. Ich bin gerade das erste Mal... Mein Herr? Glaube ich. Also ich kann mich natürlich nicht mehr an alles erinnern. Aber ich meine, das ist jetzt gerade so das Brenzligste, was ich erlebe. Weil es ist hier absolut nicht sicher, dass wir hier irgendwie
Eine Nachricht überleben werden. Kann man sich vielleicht einer mal um den? Ihr könnt euch nicht mit mir messen. Ja, jetzt alle auf einmal, oder was? Oh, scheiße, Mann. Bin zur Stelle. Rauf mit dir. Mit dir ebenfalls rauf. Wir müssen es schaffen, unseren Bergfried zu komplettieren. Ihr seid der fünftgrößte. Zum einen Menschheit. Und dann natürlich auch noch irgendwie. Oh, scheiße, mein versucht. Bogen ist euer. Denkt an die hier, ja? Denkt an die. Nein, 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 oder? Nee. Gut. Sie greifen den Kornspeicher nicht an. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Komm zurück, komm zurück. Oh, Mist. Habe ich das Ganze wieder gedreht? Versehentlich. Okay, komm. Mist, dahinter sind immer noch welche. Die sich echt hinter unserem Käsehäufchen verstecken. Ich weiß nicht, ob es jetzt die brillanteste Idee ist, darauf zu gehen. Obwohl, die werden jetzt auch getroffen, oder? Von daher ist es auch egal. So, komm, komm, komm. Stirb! Der Letzte muss sterben. So. Gut. Und dann geht's hier weiter. Und dann müssen wir das Ganze hier noch verbindet. Genau. Verbunden bekommen. Du kommst wieder her. Geh hier rauf. Zwei Armbrustschützen. Rauf mit euch. Euch werden wir hier brauchen. Euch brauchen wir eigentlich auch auf dem Tor. Vielleicht brauchen wir euch auf dem Tor vielleicht sogar mehr. Und als hier hinten. Und die können nicht erreicht werden, doch. Ja, doch. Sehr gut, das Tor geht auf. Dann könnt ihr hier mit rauf. Und du kommst auch mit aufs Tor. So, hier können wir zwei neue machen. Ah, verdammt, schon wieder gedreht aus Versehen. So, rauf mit euch. Tut mir leid, wenn ich hier gerade nicht so viel reden kann. Weil es ist brenzlig. Es ist äußerst brenzlig. Ah, Beliebtheit, ne? Die krüppelt auch so ein bisschen rum hier. Religion, zeig mal an. Plus 66. Wir haben nicht Verdammt. Okay, komm, hier Äpfel verkaufen ein bisschen. Brot ein bisschen verkaufen. Das reicht noch nicht annähernd für eine Kirche oder sowas. Nicht annähernd. Geh hier rauf. Egal, komm, erstmal Steine. Oh Gott, 15. Und jetzt hier so lang ziehen. Warum können wir hier nicht bauen? Der Feind ist zu nah. Okay, dann bauen wir hier noch ein bisschen in die Richtung. Komm, unser Bergfried ist zumindest schon fast komplett. Da oben müssten wir auch noch ein paar Bogenschützen hinschicken mit der Zeit. Ja, Rücken aus. Aber das kommt schon noch. Oh, Morna. Wehe, du schließt auf meinen Priester oder auf meine Kuh. Okay, auf die Obstbauern ist eigentlich noch schlechter. Verdammt, verdammt, das ist gerade so eng, ne? Holz verkaufen ist eigentlich keine gute Idee, weil das Holz wird uns hier nach und nach ausgehen. Deswegen will ich darauf nicht zurückgreifen. Wir müssen... Beliebtheit, Beliebtheit, plus 4. Die Steuern, die reinkommen, reichen nicht. Beziehungsweise sie kommen zu langsam rein. Aber wir müssen das Ding hier noch zukriegen. Es hilft nichts. Wir gehen mit der Nahrung an den Tiefpunkt. Haben 14 Steine. Okay, und wir würden tatsächlich so weit kommen. Komm, komm, komm. Scheiß Obstbauer. Sehr gut, wir haben es hier erstmal geschafft. Und jetzt müssen wir hier hinten das... Ach du Scheiße, auch noch irgendwie hinkriegen. Wobei man es hier auch anders versuchen könnte, tatsächlich. Und zwar... Mein Bogen ist euer. Hier 17.
Kommt jetzt mal hier hin. Weg. Und wir rüsten hier hinten wieder schön auf. Rauf hier mit euch. Und du einer hier rauf. Vorwärts. Im Moment geht's, aber sobald hier die ersten Angriffe kommen, ne? Vom Schwein oder vom Wolf. Oder selbst von der Schlange wäre es schon grauenhaft. So, wir müssen jetzt dieses Tor hier bemannen. Der fünftgrößte Herrscher. Und dann möchte ich hier ohne Steine tatsächlich die Burg komplett machen. Die Frage ist, bis wohin geht das? Wir werden das nicht bis hier an den Rand der Karte ziehen können. Doch, können wir. Okay, wow. Eure Befehle? In Bewegung. Hätte ich nicht erwartet. Oh Mist, da kommen gleich ein paar Leute auf euch zu, die Feuer sehen wollen von der Schlange. Du kannst schon mal hier hinten hingehen und anfangen zu buddeln. Von euch brauchen wir generell noch ein paar mehr. Zum Buddeln einfach nur. Hier 10, dann hier hin und buddelt da. Sehr gut, der fällt. Jetzt müsst ihr den Rest aufhalten. Schießt! Was macht ihr denn da? Bin zur Stelle. Seid ihr denn doof wie Scheiße oder was? Guck mal, die reagieren null. Die reagieren null. Hier ist doch gleich Feuer, pur. Brunnen, wir haben nicht genug Gold. 30, wir haben nicht genug Gold. Pause. Verdammt. Hier brennt doch gleich alles. Fortsetzen. Pause. Holz, 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 komm, verkaufen. Fortsetzen. Und hier hin, los. Ja, Rücken aus. Okay, okay, okay. Ich glaube, wir kriegen es noch hin. Komm, komm, komm. Den müsst ihr erwischen. Sehr gut. Und jetzt dieses scheiß Tor auf. Bogenschützen bereit. Und rauf mit euch. Gut, und ihr buddelt hier schon mal immerhin. Könnt ihr vielleicht mal da oben schon anfangen zu buddeln? Oh Gott, die Nahrung, ne? Warum nimmt ihr denn eure scheiß Äpfel nicht? Seht zu! Scheiße, ne? Scheiße, scheiße, scheiße. Aber hier können wir noch einen hinbauen. Sieht echt nicht gut aus im Moment. Im Moment nicht wirklich. Wie viele Leute haben wir denn? 8. Nee, da können wir keine Hütte zerstören. Wir brauchen die Leute hier. Bin zur Stelle. Mein Bogen so, rauf ist mit euch. Und du hier mit drauf. Ich weiß überhaupt nicht, wie es hier hinten aussieht. Ich habe überhaupt keinen Überblick über die Situation. So. Gold ist auch schon wieder leer. Hier hin mit dir. Nahrung sieht erst einmal so aus, als wenn sie sich erholen würde. Ob es tatsächlich so ist, bleibt abzuwarten. Sehr gut, den haben wir. Ihr wurdet hier irgendwie noch einen Tick zu langsam. Aber okay, darauf müssen wir jetzt warten. Da können wir jetzt nicht auch noch Geld reinstecken. Auf mit euch. Wollt das schon wieder abhauen. Ah, Mist, wir müssen zumindest hier erstmal die hier oben ausrotten. Dann kriegen wir ja schon mal 500 Gold. Das müsste unser Ziel sein. Aber die Schlange greift auch dauerhaft an, oder? Ein Katapult kostet relativ viel Gold, richtig? Aber es wäre vielleicht eine gute Investition. Ach, scheiße, viel zu wenig Holz. Nur noch. 1, 2. 150 kostet das Scheiß, ne? Wie können wir helfen? Scheiße. Ich glaube, das war nicht die billigste Alternative, die ich hier machen konnte. Mir hier aussuchen konnte. Ey, guck mal, hier kommt dauerhaft einer rüber. Immerzu von der Schlange. Irgend so ein Scheiß. Wir kommen fast kaum noch zu irgendwas anderem. Na gut. Buddelt, 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 Leute. Buddelt. Was das Zeug hält. Nein, das Gold investiere ich jetzt mal nicht in Bogenschützen. Es muss so gehen. Und dann stellen wir hier bald einen Katapult hin und dann bomben wir die Ratte weg.
Dann brauchen wir nur noch einen Angriffstrupp irgendwie und dann haben wir die Ratte erledigt und kriegen 500 Gold. Und die können wir dann irgendwie schon mal investieren. 110 Gold. Solange die Schlange keine Katapulte schickt, okay. Solange hier kein Angriff kommt, okay. Aber falls das jetzt demnächst der Fall sein wird, ne? Ich glaube, das wird unser Ende sein. Ich glaube schon. Wir könnten ein paar Äpfelchen verkaufen. 20 Gold. Okay, komm. So, dann baut mal euren Katapult. Je schneller wir die Ratte fertig machen, umso besser für uns. Viele Leute hat er nicht. Wie viel hat er? 42 Mann, doch. Wo sind denn die alle? Bestimmt hier wieder verteilt und hier oben oder so, ne? Ja, doch, hier sind noch ein paar. Okay, gut. So, das nächste Gold müssen wir jetzt wieder in... Bin zur Stelle. Schützen investieren. Sind auf dem Weg. Um damit irgendwie die Ratte dann noch mehr auszumerzen. Ich meine, wir könnten auch hier das Tor leerräumen und damit angreifen. Ist allerdings auch sehr riskant, ne? Müssen wir schauen, wie wir das machen. Was wir versuchen könnten, wäre, wenn die hier fertig sind, mit Buddeln, dass wir die hier hinschicken und hier mal einfach Feuer legen. Wäre vielleicht eine Möglichkeit. Wie sieht es hier eigentlich aus? Ich glaube, es sieht insgesamt hier ganz gut aus. Ich glaube, wir haben uns etwas gefangen, aber ich glaube auch, dass das Ganze noch eine Weile dauern wird. So, komm mal hier ungefähr hin. Wir könnten es natürlich auch so machen, dass es genau im Graben steht, ne? Das dürfte auch gehen. Aber das ist natürlich jetzt nicht so vorteilhaft. Hier oben würden, glaube ich, noch ein paar mehr Bogenschützen auch nicht schaden. Denn die bekommen ja doch hin und wieder mal einen Stein ab. Bedeutet also so viel, wenn die immer pro Angriff einen Stein abbekommen, dann sind sie nach 1000 Angriffen oder so alle besiegt. Und auf lange Sicht wären sie also besiegt. Am besten ist immer eine Verteidigung, die jedem Angriff ohne Verluste, ohne ein bisschen Schaden zu nehmen, standhalten kann. Das ist dann definitiv am besten. Okay, da kannst du noch nicht hinballern. Wirklich nicht? So gut wie erledigt. Nee, so richtig nicht. Katapult. Gehen wir noch weiter vorwärts. Und jetzt Attacke auf das Tor. Das würde ich nämlich gern kaputt machen. Und wie gesagt, wenn die hier fertig sind mit Buddeln. Ja, lauft noch einen größeren Umweg. Komm, ihr drei. Versucht jetzt mal das anzuzünden, okay? Versucht das einfach mal. Wir werden ja sehen, ob es klappt. Aber wenn es klappt, ist es schon mal gut. Ich glaube, der hat auch keine Brunnen, oder? Die Ratte? Ich glaube nicht. So, los, kommt. Das kriegt ihr hin. Lasst euch bloß nicht von den Kindern aufhalten. Oh, shit. Mach ein paar Haken. Mach ein paar Haken. Und jetzt hier ran. Komm, komm, komm. Schaffst du. Haken. Und... Ja, ja, ja. Ist wunderbar. Rückzug. Versucht mal zurückzukommen noch. Wäre natürlich super, wenn ihr das noch schaffen würdet, aber das bezweifle ich mal. Oh, 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 oh. Ist einen erwischt, den zweiten erwischt. Ist egal. Nicht so wichtig. Wichtig ist, dass ihr jetzt den Katapult schützt, ja? Boah, voll ins Gesicht. Doch, 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 das kriegt ihr hin, oder? Sehr gut, einen noch. Wunderbar. Katapult bereit. Viel hast du nicht mehr, ne? Und wie viel Schaden hast du angerichtet? Null? Boah. Naja, vielleicht springt das Feuer noch über. Die schirmen das aber auch immer ab, dadurch, dass da ständig Leute vor sind. Ah, der Katapult hat nicht so viel gebracht, ne? Egal.